ein ganzheitliches Verkehrskonzept, was alle Verkehrsträger und Teilnehmer miteinander in Bewegung hält und nicht gegeneinander ausspielt. Tegel ist ein wichtiger Baustein in dem Gesamtverkehrskonzept für Berlin, denn wenn Tegel zu wäre, wovon ich nicht ausgehe, weil ich für die Offenhaltung kämpfe, kämen am Tag 90.000 Fahrzeuge auf der Stadtautobahn A100 dazu. Allein auf dieser Autobahn 90.000 Fahrzeuge mehr. Das wäre der vorprogrammierte Verkehrsinfarkt. Den können wir in Berlin nicht vertragen und deshalb ist die Notwendigkeit gegeben, Tegel offen zu halten. Im Übrigen auch als Entlastungsprogramm für den Berliner Straßenverkehr. BR könnte man sicherlich erweitern, wenn man die Kapazitäten, die in der Luft auf uns zukommen, nämlich bei den Passagieren, decken möchte. Dann müsste man jetzt eine politische Entscheidung herbeiführen, die da heißt, eine dritte Start- und Landebahn in den Genehmigungsprozess zu bringen. Wir als Freie Demokraten wollen das nicht, eine dritte Start- und Landebahn am Flughafen BER, sondern kämpfen deshalb weiterhin für die Offenhaltung von Tegel, weil wir hier einen funktionierenden Flughafen haben, der im Übrigen sehr leistungsstark ist und den Herausforderungen auch gerecht wird.